Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher und wo wir schon mal hier sind, will ich mich für diesen Umstand in aller Förmlichkeit entschuldigen. Aber wie ihr wisst, liebe ich Point-and-Click-Adventures. Das macht's hoffentlich wieder wett. Ich habe ja meine Top 12 schon gepostet, aber gespielt habe ich natürlich viel mehr als nur diese 12. Und zwar habe ich eine Liste geschrieben, in denen ich dann auch direkt mal geguckt habe, welches ich wie gut fand und bin dann auf 85 Titel gekommen, die ich bisher in meinem Leben gespielt habe. Ich habe nicht alle davon durchgespielt, nicht alle intensiv gespielt und ich will jetzt auch alle diese 85 kurz reviewen innerhalb von wenigen Sekunden, dass es halt in ein YouTube-Video reinpasst. Deshalb rede ich auch manchmal ein bisschen schneller, vielleicht. Und ihr werdet oben immer einen Indikator erkennen, habe ich das Spiel angespielt, habe ich es gespielt, habe ich es durchgespielt und am Ende dieses Reviews in einem Satz oder in zwei kleinen Sätzen maximal werde ich dann immer noch auf einer Skala von 0 bis 6 Punkten bewerten, wie gut ich das Spiel fand. Wobei ich ein Spiel mit 0 Punkten zum Kotzen fand und ein Spiel, das 6 Punkte bekommt, für mich so im Point-and-Click-Adventure-Olymp sitzt. Also, viel Spaß damit. The Abbey. Gute Rahmenhandlung und cooles Setting, hätte man spielerisch aber mehr draus machen können. 4 Punkte. Andromedas Erbe. Ich fand's eigentlich nicht gut. 2 Punkte. Ankh, ein würdiger Monkey Island Nachfolger und ein Riesenspaß, 5 Punkte. Ankh 2, nicht mehr so gut wie Teil 1, aber immer noch sehr gut gemacht, mit tollen Sprechern, immer noch ein großer Spaß und gute Rätsel, 4 Punkte. Back to the Future, handwerklich sehr gut, besonders für Fans gut geeignet, aber rätseltechnisch hätte man mehr draus machen können, 4 Punkte. Baphomets Fluch, geniale Mörder, hat's über die ganze Welt, oft kopiert, nie erreicht, 6 Punkte. Baphomets Fluch 2, schlechtere Story und weniger Rätsel als Teil 1, aber immer noch ein großer Spaß, 4 Punkte. Baphomets Fluch 3, schlechtes Gameplay, dämliche Story und einfach nur eine Katastrophe, 1 Punkt. Baphomets Fluch 4, ich hab's ums Verrecken nie zum Laufen gebracht, 0 Punkte. Beneath a Steel Sky, zu linearer Verlauf, aber trotzdem sehr kreativ und echt ein Versuch wert, 4 Punkte. Black Mirror, wunderbar düstere Atmosphäre und wunderbare Rätsel in okkultem Setting. 6 Punkte. Black Mirror 2, sehr gelungene Fortsetzung mit nur leichten Schwächen. 5 Punkte. Black Mirror 3, würdiger Abschluss der Trilogie mit guten Rätseln, guten Dialogen, aber einem verwirrenden Schlussteil. 5 Punkte. Byzantin, Tod in Istanbul. Sehr gut gemachtes Spiel, aber extrem inkompatibel und mit wirrem Ende. 3 Punkte. Cold Blood, stumpfer, zu actionorientierter Reißer mit sehr schlechten Rätseln, aber guter Story, trotzdem 2 Punkte. Countdown, wirkt angestaubt, spielt sich auch nicht viel besser, 2 Punkte. Crime Time, Game Over an allen Ecken und Enden, 2 Punkte. Darkseid, cooles, gruseliges Spiel, das leider zu sehr auf die Atmosphäre setzt und dabei alles andere vernachlässigt, 3 Punkte. Day of the Tentacle, muss ich nicht rechtfertigen, oder? 6 Punkte. The Dick, ein überaus gelungenes Science-Fiction-Abenteuer mit leider zu zweckmäßiger Hollywood-Handlung, 5 Punkte. Discworld, bleibt aber in allen Belangen hinter dem Potenzial der Vorlage, 4 Punkte. Down in the Dumps, es ist eigentlich Müll, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, 3 Punkte. Edna bricht aus, gefüllt mit guten Ideen und klassischer Grafik, aber leider kein Dauerbrenner, 4 Punkte. Flight of the Amazon Queen, gut gemeint, aber nicht so gut wie andere Spiele aus der Ära, 3 Punkte. Floyd, eine überaus großartige Spielwelt und ein großes Abenteuer, 5 Punkte. Free Spirit, klasse Idee, gute Steuerung, aber sehr kurz und mit sehr mittelmäßiger Technik, 3 Punkte. Geheimakte Tunguska, fing vielversprechend an, wurde am Ende aber hektisch, unlogisch und von den Rätseln her sehr bizarr, 4 Punkte. Grim Fandango, wunderbare Charaktere in einer extrem epischen Story, ein Meilenstein, 6 Punkte. Hotel Dusk, gutes Detektivspiel mit wendungsreicher Story, schönen Dialogen, aber zu vielen Random Encountern, 4 Punkte. Hugo's House of Horrors war vielleicht mal Kult, ist heute aber nur noch altbacken, 1 Punkt. Imperium Romanum, erinnerte mich stark an Monty Python und hat auch echt Spaß gemacht, 5 Punkte. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, eher halbgarer Filmabklatsch, aber trotzdem mit guten Ideen, 4 Punkte. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, einziges Problem, wieso haben sie das nicht verfilmt, 6 Punkte. Jack Keane, sehr lustiges Abenteuer, wunderbare Sprecher und gut ausbalancierte Rätsel, 5 Punkte. Jack Orlando, zu viele Sackgassen, handwerklich schlecht gemacht und unlogische Story, 2 Punkte. King's Quest 7, Zielgruppe 11-jährige Mädchen, 1 Punkt. Leisure Suit Larry, nicht nur weil ich textbasierte Adventures nicht mag, 1 Punkt. Leisure Suit Larry 7, zugegeben, ich habe ein paar Mal gelacht, ich fühle mich deswegen schäbig, 2 Punkte. Legend of Kyrandia, schön gemachte Spielwelt, aber zum Dauerspielen lud's mich einfach nicht ein, 4 Punkte. Loom, für mich ein ungemeiner Klassiker, der nicht altert und vor Ideen nur so strotzt, 6 Punkte. Lore of the Temptress, leider nur wenig motivierend, 3 Punkte. Maniac Mansion, der Klassiker, gewöhnungsbedürftig, aber mit etwas Einspielen wirklich gut zu spielen, 4 Punkte. Mission Supernova, die
erste Hälfte ist passabel, die zweite eine Zumutung. 2 Punkte. Secret of Monkey Island. Kult und Klassiker, spielt aber meiner Meinung nach echt nur im Mittelfeld. 4 Punkte. Monkey Island 2, The Chuck's Revenge. Großartige alineare Fortsetzung, die auch nach Jahren noch kein Alter zeigt. 6 Punkte. The Curse of Monkey Island, der beste Teil der Serie. 6 Punkte. Die Flucht von Monkey Island. Kommt gänzlich ohne Humor, eine gute Story, das alte Monkey Island Flair und eine gute Steuerung aus. 2 Punkte. The Tales of Monkey Island. Großartige Fortsetzung der Reihe, die den LucasArts-Teil nur in sehr wenig nachsteht. 5 Punkte. Myst. Ich verstehe, wenn man es gut findet, aber für mich ist es nichts. 2 Punkte. Mystic House. Es ist so herrlich schlecht gemacht, aber immerhin trashig. 2 Punkte. Necronomicon. So verbuggt, dass ein Spiel nicht möglich war. 0 Punkte. The Next Big Thing. Der Humor ist Geschmackssache, aber er ist genau meiner. 5 Punkte. Orion Burger. Absolut demotivierendes, rattenschweres Spiel, das echt nur für Hardcore-Zocker gedacht ist. 2 Punkte. Perry Rhodan. Sehr bemühtes Spiel, wohl eher für Fans der Romane gedacht. 3 Punkte. Postmortem. Sehr gutes Spiel, leidet aber unter Bugs und allzu schweren Knobeleien. 4 Punkte. Prisoner of Ice. Düsteres, sehr gut gemachtes Spiel, leider sehr kurz und mit blassen Charakteren. 4 Punkte. Quest for Glory. Konnte mich nicht lange fesseln. 2 Punkte. Quest for Glory 4. Scheiße, düsteres und furchtbar furchteinflößendes Rollenspiel-Adventure. 6 Punkte. Return of the Phantom. Schön gemacht, leider etwas unübersichtlich und langweilig. 3 Punkte. The Riddle of Master Lu. Gute Sprecher und gut gemacht, aber ich glaube, die Rätsel sind Geschmackssache. 4 Punkte. Runaway. Wunderbare Einleitung der neuen Adventure-Ära mit leichten Macken. 5 Punkte. Runaway 2. Eine richtige Story hätte geholfen, aber von den Rätseln und der Grafik her auf hohem Niveau. 4 Punkte. Runaway 3. Und die Reihe ist zurück. 5 Punkte. Sam & Max, Hit the Road. Großartiger Humor, bizarre Welt und ein Adventure mit enorm hohem Spaßfaktor. 6 Punkte. Sam & Max Season 1. Dem Original fast ebenbürtig. Zurück. 5 Punkte. Sam & Max Season 2. Ein Feuerwerk an Absurditäten, vernachlässigt aber keineswegs Rätsel oder Gameplay. 6 Punkte. Sam & Max Season 3. Gute Rätsel, gute Stories, aber diesmal vielleicht etwas zu sehr over the top. Trotzdem 5 Punkte. Der Schatz im Silbersee. Eigentlich ein selbstablaufender Film und dann nicht mal ein guter. 1 Punkt. Shadow of the Comet. Grauselige Steuerung und das Gameplay ist nur darauf ausgerichtet, die Story voranzubringen. 3 Punkte. Sherlock Holmes jagt Arsène Lupin. Handwerklich gut gemacht, aber zu wenige und zu einfache Rätsel und sehr schlechte Dialoge. 2 Punkte. The Lost Files of Sherlock Holmes. Gute Holmes-Adaption mit sehr spannendem Fall und guten Detektivrätseln. 5 Punkte. Simon the Sorcerer. Kunterbunter Klassiker, sehr viel Laufarbeit, aber mit klasse Rätseln und sehr tollen Charakteren. 5 Punkte. Simon the Sorcerer 2. Handwerklich besser als Teil 1, aber musste diese Steuerung wirklich sein? 5 Punkte. Soul Crystal. Dichte Atmosphäre, aber störender Kopierschutz und zu viele Todesmöglichkeiten. 3 Punkte. Starship Titanic. Riesige, schöne Spielwelt, aber es fehlt einfach der rote Faden. 1 Punkt. Still Life. Frustrierende Rätsel, sehr schlechte Synchronisation und ein bitterböse, enttäuschendes Ende. 2 Punkte. Siberia, DS-Version. Die DS-Version nervt mit eintönigem Sound und enthält scheinbar keine Handlung. 2 Punkte. Tlön. Ich habe keine Ahnung, was sie da tun soll. 0 Punkte. Toonstruck. Mein All-Time-Favorite, 6 Punkte. Traitor's Gate. Netter Versuch eines Stealth-Adventures, leider wenig spannend und nahezu ohne Rätsel, 2 Punkte. Vollgas. Überragendes cineastisches Action-Adventure mit einem tollen Held, aber etwas mehr Spielzeit wäre besser gewesen. 5 Punkte. Waxworks. Gruseliges, spannendes Action-Adventure mit guter Atmosphäre, aber leider sauschwer. 3 Punkte. The Westerner. Nettes Adventure mit Simulationselementen, leider zu buggy. 4 Punkte. Yucatan. Wer hier das Adventure findet, darf es behalten. 1 Punkt. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Auch wenn ihr mich jetzt hassen werdet, aber ich hasse dieses Spiel. 2 Punkte. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt es akzeptieren. Wenn nicht, dann müsst ihr wieder da gucken. Da gibt es zig andere Videos, wo sowas gemacht wurde. Und da ist bestimmt auch irgendwie jemand dabei, der sagt, oh, Final Fantasy Teil 1 bis 273, 6 Punkte. Von meiner Seite aus, sag ich da mal, tschüss.